Was geht ab, was geht on? Herzlich willkommen, Leute. Endlich mal wieder ein Raid Shadow Legends Video. Es war ein bisschen ruhig hier auf dem Kanal, aber ihr wisst, Chart Openings sind immer am Start. Zweifach Chance, Sacred Charts. Wir gehen auf jeden Fall rein. Habt ihr Charts aufgemacht? Oder, Leute, wartet ihr bis morgen? Kavalax ist ja morgen mit zehnfach Chance. Ich zeige euch den nochmal. Wer nicht weiß, wer Kavalax ist, der ist eigentlich ganz geil. Der hat so ein Passiv, wo er quasi... Warte, wo ist der jetzt? Da. Kavalax, der hat einen Passiv hier. Da macht er jedes Mal am Anfang einer Runde, also Wave 1, 4 Gifte auf alle. Wave 2, 4 Gifte auf alle. Und beim Boss dann 4 Gifte auf alle. Und der hat dann immer noch eine 50% Chance jede Runde. Also jedes Mal, wenn er drankommt, auch nochmal 5% Poison zu machen. Der Champion ist nicht schlecht. Hat auch ein paar Nukes, wo er dann mehr Schaden macht, je mehr Poisons auf den Gegnern drauf sind. Und öfters hittet hier, je mehr Poisons drauf sind. Ich werde auf jeden Fall auch morgen noch Charts aufmachen für Kalvalax. Also verpasst das auf jeden Fall auch nicht. Vielleicht kriege ich ja Kalvalax. Ich finde den eigentlich ganz geil. Gerade zusammen mit Uros, The Soul Cage, den ich ja jetzt bekommen habe. Ist der schon ganz geil, weil Uros, ja, wenn drei Poisons drauf sind und der macht ja immer vier drauf. Kann er direkt Turnmeter reducen, Slow Speed machen und einen Stun machen zu 100%. Das ist geil. Deswegen möchte ich gerne Kalvalax bekommen. Ja, aber egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein. Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr was Geiles gezogen habt. Und drückt mal die Daumen hier, dass wir was Geiles ziehen. Auf geht's. Chart Nummer 1. Gehen wir rein, gucken wir mal. Starten schon mal hier mit einem Epic rein. Sepulcher, Sentinel. Gutes Epic, aber... brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, als nächstes haben wir... Ui, Cicada! Cicada, die haben wir auch schon so oft gezogen, muss ich sagen. Nui, noch ein Epic. Oh, Anax! Anax. Der ist wirklich gut für einen Clan-Boss. Da habe ich letztens ein Video gesehen, ich weiß gar nicht, von Ian K. oder so, glaube ich. Der hat mit Anax, mit dieser neuen Zwergin und mit den alten bekannten Brocken, die Geomancer und so... und irgendwie über 100 Millionen Monkey gemacht. Also Anax kann wirklich gut sein. Guter Champion. Nice Pull. Ich muss mir anschauen, ob ich ihn benutze, ob wir ihn brauchen oder nicht. So, dann kriegen wir Football the Bard. Den brauchen wir natürlich auch nicht. Weiter geht's. Komm schon, was Goldenes jetzt. Puh, ah, Gold! Ignatius! Oh mein Gott! Bruder! Ich muss mal gerade was gucken. Ignatius. Das ist ja, den hat immer. Haben wir schon. Verdammte Scheiße. Verdammt, Mann! Wir müssen mal gucken, wie sieht's jetzt hier aus beim Dingens? Beim Champion Chase. Ich wollte da jetzt nur bis zum. Wir haben 1750, wir brauchen noch 1250 Punkte. Ich wollte eigentlich am besten nur bis zum Buch gehen. Ignatius ist ein sehr geiler Champion. Hat mein Bruder aber schon auf den Account. Unlucky, Mann. Aber Dupe-System, Leute, kommt. Für Dupe-System sehr, sehr gut, noch ein paar Ignatius zu haben. Also, ja, nicht zu schlecht. Ich finde das, was sollte was... Oh, noch ein Goldener! E-Roll? Oha, E-Roll. Was, der war auch, glaube ich, so ein starker Hitter, oder? Was? Steals all buffs from a target enemy, then attacks the target. Has an extra 30% chance of inflicting a critical hit. Okay, steals all buffs, okay. Das ist ganz geil, von einem aber leider nur. Attacks one enemy, greift einmal, dreimal an. Extra 30% chance von critical hit. Und jede Hit hat eine 50% chance to ignore complete death. Okay, das könnte richtig reinscheppern, aber auch nur für einen Target, Mann. Ich bin eher immer so, ich sag's wie es ist, ich bin eher der Fan von AOE-Nukes. Der scheint ein starker One-Hit-Nuke zu sein, aber, ja, da geht mehr, ne? Ich glaube, wir haben immer noch nicht dieses Leggy-Book-Status erreicht, ne? 500 Punkte brauchen wir noch, also zwei Epics oder noch einen legendären. Schauen wir mal, zwei Shards haben wir wahrscheinlich noch. Oder vielleicht kommt noch was Goldenes. Na? Armina auch gar nicht so ein schlechter Champion. Und... ah, noch ein Epic hinterher. Reinbeast. Ah, braucht man auch nicht unbedingt. Für Skinwalkers Faction. Um die Skinwalkers fertig zu kriegen. Gar nicht so schlecht. Aber auch jetzt nicht so ein Top-Tier-Champion. Wir gucken mal rein bei Faction Wars, wie weit mein Bruder jetzt bei Faction Wars ist.
Skinwalker, da kann er sogar noch was gebrauchen. Vielleicht braucht er den sogar. Könnte nicht schlecht sein. Ich habe den auch bei Skinwalkers teilweise benutzt. Night Revenant braucht er noch. Undead Horde. Lizardman, Deemspawn. Dies hat er fertig. Dark Elves braucht er noch ein bisschen. Barbarian noch ein bisschen. Bannerlords. Ja. Also ich sag mal so, aus 8 Splitter. Was haben wir jetzt aufgemacht? Ich glaube 8 Splitter. 2 Legendäre aus 8 Splitter. Ist eine gute Quote. Ein Dupe dabei. Aber mit dem neuen Dupe-System ist das wirklich gar nicht so tragisch, finde ich. Also kann schlimmer sein. 2 Legendäre aus 8 Charts. Ich hoffe, ihr habt auch gut gepullt, Leute. Wie gesagt, schreibt mir gerne in den Kommentaren. Und morgen mache ich nochmal ein großes Chart-Opening. Da versuchen wir nochmal, ob wir Kalvalax bekommen. Entweder haben wir Glück oder nicht. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Peace. Lasst gerne ein Follow da und ein Like, ne?